Na, zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch ein Liedchen unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein schickes Toy, das wir uns hier in Vashia spielen können. Und zwar habe ich das hier bereits im Inventar. Und zwar ist das Burgi Schwarzherz Hübscher Hut. Und diesen bekommen wir hier von einem Rare Mob, der genauso heißt, und zwar Burgi Schwarzherz. Der ist aber ein bisschen tricky, denn er hat eine Respawn-Zeit zwischen 5 und 12 Stunden habe ich zumindest auf WoW Head nachgelesen. Manche meinen auch eher durchschnittlich so 8 Stunden. Auf jeden Fall scheiße lang. Es ist im Moment 3 Uhr in der Nacht. Ich wollte gerade ins Bett gehen hier am Wochenende. Und dann habe ich ihn gerade noch angetroffen. Und ja, ich habe auch das Toy bekommen. Es soll anscheinend eine 13%ige Chance bei ihm haben. Beziehungsweise früher war das Item anscheinend kein Toy, sondern es war ein normales Gear-Item. Und bei dem normalen Gear-Item, also ein Kopf-Item, steht dran, dass es 86% hat. Also es kann theoretisch sein, dass das Item umgewandelt worden ist und es jetzt trotzdem 100% hat, denn ich habe es auf den ersten Try gekriegt. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, falls ihr ihn auch schon umgelegt habt und er es bei euch nicht gedroppt hat, dann wissen wir auf jeden Fall, dass es nicht 100% ist, dass vielleicht diese 13% eher stimmen. Ja, wo ist der Mob genau? Und zwar befinde ich mich hier bei den Koordinaten 65, 68 und hier bei diesem Boot fängt er an, ein bisschen rum zu patrouillieren. Und wie ihr hier gerade bei mir seht, steckt er so ein bisschen in diesem Boot fest und ja, man kann dann nicht gleich angreifen. Ich habe jetzt mich dafür entschieden, hier ein bisschen zu warten, bis er aus dem Boot rauskommt, natz ihn hier um und dann, ja, bekomme ich quasi auch schön dieses Toy. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das gute Stück jetzt auch mal an. Jetzt lernen wir es hier mal. Ich habe jetzt damit 420 Toys, bin meinem Ziel schon wieder so ein bisschen näher. Und zwar schauen wir, Burgis, hier haben wir ihn. Setzen wir das Ding mal ein. Dann kriegen wir nämlich seinen Fluch und wir schauen quasi so aus wie er. Ist ein ganz hübsches Teil. Gut, jetzt habe ich dieses riesen Palaschild auf dem Rücken. Und ihr seht, ich bin so ein netter Piraten-Gnom, der hier freudig rumhüpft. Und ich bin echt froh, dass ich es aufs erste Mal bekommen habe. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass es ein 100%-Drop ist. Wie WoW Head steht, dass es 13% ist. Aber 8 Stunden auf den Typen warten ist schon ein bisschen ätzend. Ich kann euch empfehlen, tut da vielleicht ein paar Chars hinstellen, die auf unterschiedlichen Servern sind. Mal PvP-Server, mal nicht PvP-Server, mal RP-Server. Solltet ihr das natürlich haben. Dann habt ihr da so ein bisschen Möglichkeit durchzuloggen. Allzu viele Leute dürften hier eigentlich das Toy nicht farmen. Aber wie gesagt, wenn einer den umgehauen hat, dauert es halt sehr, sehr lang, bis er wieder respawnt. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir da nur oben gibt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich sehr gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.